Fragen, ein Elfer. Und hier ist Ihr Moderator, Albert Nsia. Derby-Time in Rüsselsheim und damit herzlich willkommen bei 3 Ecken, ein Elfer. Vor einem Monat, als es hier beim Türkgücü war, da haben die Jungs mir schon gesagt, es wird ein Spiel kommen gegen den SV Dersim, das wird der absolute Knaller werden. Vor allem mit großer Zuschauerbeteiligung und einem richtig, richtig brisanten Spiel. Jetzt ist es soweit. Der FC Türkgücü Rüsselsheim spielt hier heute zu Hause gegen den SV Dersim Rüsselsheim. Ein Derby, wie es eigentlich gar nicht besser sein könnte. Zwei türkische Mannschaften, die aufeinandertreffen und auch noch ansässig sind hier in Rüsselsheim. Wir haben die beiden Vorständler mal gefragt, wie es überhaupt zu diesem Derby kommt und das waren ihre Antworten. Viel Spaß euch. Was macht dieses Spiel eigentlich zu einem Derby? Das ist natürlich Punkt 1, dass beide Mannschaften aus Rüsselsheim und Umgebung kommen. Und Punkt 2 ist natürlich auch der Hintergrund. Türken auf der einen Seite, sage ich jetzt mal, und Kurden auf der anderen Seite. Das so bringt so ein bisschen mehr Rivalität ins Spiel. Was ist deine Prognose zum Spiel? 3-0 für uns. Direkte schnörkellose Ansage. Ja, 3-0. Wieso so sicher? Weil wir eine super Mannschaft haben. Bei uns läuft es. Wir haben einen guten Lauf. Wir wollen aufsteigen. Da hält uns nichts mehr auf. Das heutige Spiel wird euch präsentiert von Charisma, dem Friseursalon in Rüsselsheim am Friedensplatz 2. Ob die Heimmannschaft hier in Rot spielend wirklich aufgehalten werden kann, das werden wir gleich sehen. 10. Minute Freistoß, Göckern, Akkus. Ja, die Richtung hat auf jeden Fall schon mal gestimmt. Dann nur 3 Minuten später wieder eine Standardsituation, diesmal eine Ecke. Der Ball kann von Dersim nicht wirklich geklärt werden. Und dann 8 Meter vor dem Tor ist es Ahmet Gök mit dem 1:0 in der 13. Minute. Die Heimmannschaft führt hier in diesem rassigen Derby mit 1:0. Schön macht er das aus dem Getümmel und Aydin Demir kniet da auf den Boden und zieht zum Glück noch den Kopf ein. Somit 1:0 für die Heimmannschaft. In der 20. Minute sind es die Gäste, die den Weg nach vorne finden durch Vassili Frenkos. Beide Mannschaften spielten einen technisch guten Fußball, auch wenn viele lange Bälle gespielt wurden. Hier die Spielsituation. Schöner Hackentrick von Ahmet Gök und dann ist es Won Seung, der hier die Möglichkeit hatte, auf 2:0 zu erhöhen, aber nicht richtig peilt. Dann aus 30 Metern ist es der Capitano der Gäste, Okay Bulut, der es einfach mal versucht. Hier vor dieser Wahnsinnskulisse von 1000 Personen. Und wenn das Wetter nicht so schlecht gewesen wäre, zum Glück hatte es aufgehört in der zweiten Halbzeit zu regnen, wäre wahrscheinlich 1500 gekommen. Die zweite Halbzeit geht los mit dem Angriff von der Heimmannschaft und der Riesenchance. Aus der Drehung probiert es hier Ömer Kotsch, stark gehalten von Sascha Savic im Kasten der Gäste von Dersim. Dann hier eine kurze Einzelanlage und da steht er ganz alleine vor dem Tor. Mehmet Yildirim, der die Chance des Spiels vergibt, den Ausgleich zu erzielen. Dann Mohamed Büyükü Yildirim. Dann einer dieser langen Bälle nach vorne und ein Riesenfund von Said Gökdas und richtig geil gehalten von Sascha Savic. Dann wieder eine von vielen Standardsituationen, der ist in den 16er und da steht er wieder, der Mann mit der Nummer 11, Mehmet Yildirim. Also jetzt verliert er, glaube ich, den Glauben. Da steht er ganz alleine vor dem Kasten und kann das Ding machen. Ein Freistoß zum Zungeschnalzen, Okay Bulut. Die Latte verhindert hier abermals die Chance zum 1:1. Wahnsinn. Jetzt wäre der Ausgleich wirklich, wirklich verdient gewesen für Dersim. Und hier das Ganze nochmal mit Fluganlage von Volkan Tekin aus der Drohnenperspektive. Einen super Überblick wie die Drohne hatte auch Schiedsrichter Frank Kunold mit seinem Gespann. Und Achtung, er hat jeden einzelnen Spieler mit dem Nachnamen angesprochen. Weiter geht's im Spiel. Der Ball kommt wieder hoch und weit in den 16er. Da steht er, Vassili Frenkos aus 11 Metern alleine stehen vor dem Tor. Das glaubt er selbst nicht, dass er den nicht reingemacht hat. Wahnsinn. Die letzte Chance des Spiels hatte dann der immer wendige Ilmin Kwon in schöner Kombination hier mit Ramazan Kulak. Aber das Ding geht weit über den Kasten.
Das war's dann auch. Schlusspfiff im türkisch-rüsselsheimer Derby. 1:0 gewinnt die Heimmannschaft vor 1000 Zuschauern. Das war mal ein Erlebnis und ein richtig gutes Spiel. Wer jetzt noch sagt, Fußballer wären steif und könnten nicht tanzen, der schaut sich mal das an. Du hast da draußen die ganze Zeit gestikuliert und reingerufen. Haben die Jungs irgendwie das nicht umgesetzt, was du eigentlich vorgegeben hattest oder woran lag's? Wir haben das schon umgesetzt, ja. Aber wir haben ohne Chance ein Gegentor kassiert, ja. Und das war unser Problem. Na, dann musst du ja hinter dem 1-0 herlaufen. Es ist auch natürlich schwierig gegen Tabellenführer, der ein Spiel bis jetzt verloren hat. Aber wir müssen einfach weitermachen, da wo wir aufgehört haben, ja. Bist du zufrieden mit dem 1-0? Ja, vom Ergebnis her auf jeden Fall. Hätte ich vorher auch so unterschrieben. Letztendlich, wenn es unentschieden ausgeht, können wir uns auch nicht beschweren. Aber wichtig war, dass wir als Trainer, als Vorstand, als Zuschauer ein gutes Spiel gesehen haben, nur das rein sportlich gelöst haben. Was andere viel hineininterpretiert haben, haben wir einfach so ignoriert und haben versucht, unser Spiel durchzuziehen. Und deswegen denke ich, dass die Jungs das sich verdient haben, dann heute zu feiern. Wie geil ist es eigentlich, in einem Derby das entscheidende Tor zu machen? Sehr geil. Ich war letztes Jahr hier zugucken. Unter der Kulisse, heute war es ein bisschen weniger wegen dem Wetter, aber trotzdem schon einigermaßen voll. Hab mir dann gedacht gehabt, wie schön wäre es denn, wenn du bei so einem Spiel ein Tor schießen würdest und du gewinnst, und heute ist es mir gelungen. Sensationell, vor knapp 1000 Zuschauern dieses Derby, dieses türkische Derby hier in Rüsselsheim, alles friedlich geblieben und ein gutes Spiel haben wir auch gehabt. Die Jungs sind auf dem Platz zur Sache gegangen und sensationell. Genau so muss es sein und das sollte ein richtig gutes Beispiel sein, dass ein Derby auch friedlich über die Bühne gehen kann. Mit diesem Wort, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Sonntag verabschiede ich mich hier von Dreiecken an Elbe. Bis demnächst. Ciao.